Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im War Thunder und es wurde sich gewünscht, ich soll mal den Jagdtiger in meinem Testgelände spielen. Und hier ist das Gerät. Ja, riesengroß, riesengroß, sage ich euch. Ein richtiger Ballermann. Ja, hat halt diese mega 12-8er Pack drauf. Das ist echt krass. Ich gebe mal Gas. Also es ist recht zügig, ne? Ich bin 20, 25 km/h. Jetzt mal wieder ab. Drehgeschwindigkeit geht so. Ne? Muss man, also die ist bei weitem nicht so gut. Und manchmal, ja, jetzt zum mal passend treffen. Vom Gamepad aus, dass auch wirklich beide Achsen dann gegeneinander wirken. Wir haben ja gesagt, beide, wer ist das denn? Beide Ketten. So. Also von der Kanone her und jetzt alle, die eine tolle Anlage haben, dreht den Sound auf, weil das, was jetzt kommt, ist der Knüller. Boom, sag ich nur. Das ist Wahnsinn. Also ich spiele mit einem 5.1 Headset und das ist sehr basslastig, was ich hier habe. Und das ist krank, ganz ehrlich. Also richtig krass. Also ihr habt gesehen, das war ein T-44, der ist geplatzt. Natürlich von der Seite ist es auch mal, naja, ist jetzt nicht so die Herausforderung. Da vorne, das ist schon ein anderer Schinken, den wir da haben, ne? Mal gucken, ob wir da irgendwo durchkommen oder nicht. Da war doch irgendwas. Ich probiere mal mein Glück. Boom, abgeprallt, okay. Scheiß Winkel muss man ja auch sagen. Also das Ding ist einfach vom Sound her so geil. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Wobei, wie gesagt, die Nachladegeschwindigkeit, die ist richtig krass. Und ja, es macht bestimmt Laune, mit diesem Ding dann irgendwann mal rumzufahren. Also, einen nehmen wir jetzt noch mit. Und da hinten den KV-2, der da steht. Ah, nee, warte mal, da ist eine... Ah, was ist das denn nochmal? Eine IS-3 oder sowas? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, ihr seht, die Kugel prallt ganz schön heftig ab. Boom, Gleisketten zerfetzt. Ja, so schön ist das Ding. Also wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, will das jetzt auch nicht zu lang in die Länge ziehen. Zu lang in die Länge ziehen, ist da Bescheid. Also ein kleiner Teaser auf den Jagdtiger. Das ist schon, ja, ein Riesengeschoss, sage ich euch. Und wie gesagt, der Sound von diesem Ding, das ist einfach genial. Er hat sogar ein MG, wie ihr seht. Und wir machen einfach mal den hier. Hat einfach durchgeschossen. Guck mal, dahinter ist die Granate gelandet. Voll krass. Naja, so, das war's mit diesem Video. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.